Hallo und herzlich willkommen bei Stein auf Stein zum Ziel aus der wunderschönen Wiesermarsch. Ich bin Andreas und sage Moin, Moin. Ich habe euch versprochen, ich baue nochmal was zusammen. Leider ist es noch nicht der Golf. Blue Bricks lässt sich ein bisschen Zeit. Oder eigentlich ging das bei Blue Bricks relativ schnell, aber unsere Post lässt sich ein bisschen Zeit. Da ist er noch nicht da. Halb so schlimm, zieht gerade ein Gewitter über Wesermarsch überweg. Da hatte ich heute ein bisschen Zeit, was zu bauen. Das machen wir auch und wir können quatschen. Wie schön. Ich liebe es. Also, wenn ich quatsche, andere hören mir zu. Ihr könnt ja nicht antworten. Von Sembo habe ich euch was mitgebracht. Und zwar so ein Army-Set. Sembo kennt ihr. Wir haben nämlich bei Sembo die Garage gebaut. Für die 6 Noppen-Autos. Und wir haben von Sembo Technik den Sportwagen, diesen blauen, zusammengebaut. Der übrigens wirklich cool ist und die Qualität 1A war. Echt Bombe. So. Bei Blue Bricks gibt es von Sembo eine ganze Menge. Und zwar ist noch ein Blick so eine Motorradreihe dabei. Von Chopper bis Rennmaschinen. Habe ich noch nicht gebaut. Würde mich mal interessieren, wie die sind. Aber ich bin nicht so ein Motorradfan. Vielleicht hat von euch schon mal einer die Motorräder zusammengebaut und kann mir mal sagen, wie die Qualität da ist. Die Firma Sembo hat ja auch Oldtimer in, glaube ich, 6 Noppen Breite. Glaube ich. Also die Oldtimer weiß ich aber, ob es jetzt 6 Noppen Breite war oder ob es 8 Noppen Breite war, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Die sehen auch ganz klasse aus. Bin aber auch nicht unbedingt, obwohl ich selber fast einen Oldtimer fahre, nicht so ein Oldtimer-Fan. Das liegt mir mehr. Wisst ihr, bin ich ja irgendwie, weiß ich nicht, finde ich einfach klasse. Also, so eine Army-Geschichte von Sembo. Entschuldigung. 464 Teile mit einem wunderschönen bunten Karton auf der Rückseite. Also so ein Humvee. Auf der Rückseite habt ihr denn die ganzen Spielerabenteuer, die ihr mitmachen könnt. Und da könnt ihr eine ganze Menge mitmachen. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Also, ich habe es bei Amazon bestellt für 29,99. Ihr werdet das wahrscheinlich irgendwo günstiger kriegen. Ali, schlag mich tot. Irgendwo. Ich hatte bloß keinen Bock, so lange zu warten. Wenn ich irgendwas toll finde, ne, geht das euch manchmal auch so? Dann muss ich das einfach haben. Dann habe ich keinen Bock, da Monate oder Wochen lang drauf zu warten. Ne. Dann muss das einfach, zack, muss ich das haben. Tolles Teil. Die Klemmkraft ist wie bei dem Sportwagen, wie bei der Garage, absolut spitzenmäßig. Wirklich eine... Sembo hat echt eine tolle Qualität. Wirklich eine tolle Qualität. Es gibt da so ein schönes Buch bei. Das ist jetzt wieder ein bisschen kleiner. Ich habe euch... was haben wir letztes Mal noch gebaut? Jetzt muss ich mal gucken. Was haben wir gebaut? Ah, von Kobi, den Heli, genau. Da war das Buch etwas größer. Stimmt. So. Aber wir sind jetzt ja bei Sembo und unserem Humvee. Qualität der Steine war super. Eigentlich ist diese Farbe, sandfarben, fast überall gleich. Muss ich jetzt aber sagen, fast. Weil irgendwo ein oder zwei Steine habe ich dann erwischt, die Tatsache ein bisschen andersfarbig sind. Aber das hat mir nichts ausgemacht. Sembo hat einen Nachteil. Ihr kriegt immer Aufkleber mit. Habe ich schon weggeschmissen. Ja, habe ich aufgeklebt für euch jetzt. Weil ich selber hätte es jetzt vielleicht nicht gemacht. Das sind alles Aufkleber. Keine Prinz, schade. Aber komm, alles gut. Kann ja nicht alles positiv sein. Ich baue euch das mal auseinander. Also das Set besteht aus 3 Teilen. Jetzt müsst ihr euch gleich nicht wundern, dass das jetzt die Kupplung und so, das ist ja jetzt mal gerade neu zusammengebaut. Geht ein bisschen schwieriger noch auseinander. Wenn ihr, glaube ich, 30 Mal damit gespielt habt, ist das alles gut. Oder eure Kinder. Wenn ihr euch das... So. Also, das Set besteht dann aus 3 Teile und ein Anleitungsbuch. Ich fange mit dem Anleitungsbuch an. Wie gesagt, das ist ein bisschen kleiner. Und Sembo hinterlegt immer das, was ihr bauen müsst, also leicht rötlich. Dann seht ihr immer, was ihr zusammenbauen müsst. Das Buch, obwohl das dann manchmal vielleicht in einem Abschnitt mehrere Teile sind, die ihr zusammenbauen müsst, ist relativ einfach beschrieben.
Also da braucht ihr euch überhaupt keine Gedanken machen. Das ist wirklich erstklassig. Also da könnt ihr sogar abends bauen. Wir kennen das bei Singbau und Bluebricks. Wer abends baut, ist morgens blind, weil einen die Augen tränen und Kopfschmerzen hat. Das Buch von Sembo. Top. Spitzenmäßig. Drei Teile und ein kleines Waffendepot und vier Soldaten. Nochmal, 29,99 habe ich bestellt bei Amazon, die kriegt es irgendwo günstiger. So, habe ich jetzt auch das letzte Mal gesagt, jetzt wisst ihr das. Dieses kleine Waffendepot, was da jetzt dabei ist, ist ein MG, eine Pistole, ein Messer, eine Handgranate, ein Fernglas, ein Revolver. Alles, was man dann so braucht, um in den Krieg zu ziehen, wollte ich gerade sagen. Krieg ist nicht schön, das wissen wir alles. Die Technik finde ich immer mega. Aber es ist nun mal so, wie es ist. So. Als erstes kommt dieser Anhänger hinter dem Humvee mit so einer kleinen Kiste drauf. Schade, dass für diese Kiste kein Deckel mit dabei gewesen ist. Das ist aber auch auf der Zeichnung nicht. Der scheint einfach offen zu sein. Finde ich ein bisschen schade. Hätten sie ruhig einen Deckel beilegen können. Hätte man die Waffen reinpacken können, hätte man das zumachen können. Es ist auf, ist aber nicht so schlimm. Der Anhänger muss immer direkt hinter dem Humvee, anders passt das nicht. Und danach kommt eure Kanone. Das ganze Ding ist eigentlich super aufgebaut. Das ist wirklich alles durchdacht. Also wirklich durchdacht. Da ist nichts wackelig oder das ist wirklich Spitzenqualität. Die Kanone könnt ihr hier ein bisschen rauf und runter schwenken. Ein paar Grad. Ein schöner Sitz damit bei. Ob ich ihn jetzt unbedingt grau gemacht hätte, weiß ich nicht. Genau wie hier hinten die Halterung links und rechts. Ich hätte da vielleicht eine andere Farbe genommen. Aber komm, wir wollen nicht jammern. Im Prinzip, die Reifen finde ich schick. Sind schön dick. Alle gut verarbeitet. Alles klasse. Man kann auch hier vorne nochmal so ein bisschen den runter machen, wenn man das will. Alles wunderbar. Die Soldaten kennen wir, sind mit anderen Herstellern, sehen die so ein bisschen überein aus. Sembo baut es aber schon jahrelang so. Und dann natürlich das Hauptspielzeug, der Humvee oder Geländewagen oder wie ihr es auch immer nennen wollt. Der hat mehr Funktion, wie er jetzt gerade aussieht. Der ist relativ klein. Der Humvee selber ist nur 15,5 lang und von Spiegel bis zu Spiegel ungefähr 9,5. Aber hat hier an den Seiten links und rechts Fächer, wo man was reinpacken kann. Auf der anderen Seite auch. Das Ding hat einen Kofferraum. Das Ding hat Türen. Muss ich nochmal sagen, ne? 29,99 €. Könnt ihr euch noch an meinen Mazda erinnern? Über 50 Euro, geht keine Tür auf, muss ich reinstecken. Das Ding hat Türen. Und zwar beidseitig. Ah, guck mal. Ihr habt was vergessen. Hier. Schämst du dich nicht, Andreas? Fürchterlich. Mach ich gleich. Das hat er vergessen. Geh ja mal gar nicht, wa? Was bin ich denn was für ein Bausteinbauer? Sag mal, vergesst da einfach was. Fürchterlich. So. Also, vergesst das davor, wir machen das nochmal. Guck mal, er hat zwei Türen. Mein Mazda hatte keine. So, jetzt kommt aber was ich jetzt nicht ganz verstanden habe. Ist nicht ganz schlimm, aber das ist alles so toll durchdacht. Und bitteschön, warum muss der Soldat in seinem Fahrzeug stehend fahren?
Ist der britischen Armee das Geld ausgegangen, dass sie sich keinen Sitz mehr leisten können, oder? Okay, wenn du jetzt natürlich die Leute da reinstellst, dann hast du natürlich ein bisschen mehr Platz, das gebe ich zu, ne? Also dann können da vielleicht 2 Soldaten rein und können dann bewaffnet sein. Ansonsten, wenn du einen Sitz reinmachst, nur einer. Man kann sogar hier oben das Sonnendach aufmachen, wenn man das möchte. Also kommt man gut ran, den Soldaten da reinzustellen. Von vorne sieht das denn tatsächlich so, oh, das spiegelt, ne? Sieht das so aus, als würde er da, guck, als würde er da sitzend fahren. Das ist das Einzige, was ich zu bemängeln habe, und die Aufkleber. Aber alles gut, kann man machen, muss man aber nicht. So, jetzt mache ich alles auf, was man da aufmachen kann, damit ihr mal seht, dass man für so wenig Geld auch so viele Dinge kriegen kann. Achso, vorne hat man noch so einen Rammschutz. Kannst du auch noch runterklappen. So, habe ich nichts vergessen? Nee, so, guckt euch an. Ist doch Wahnsinn, oder? Auch die Türen, das ist alles echt bombenfest. Das ist richtig tolles Spielzeug, wenn man Kriegsspielzeug mag. Wenn man es nicht mag, kann man ja auch auf Motorräder gehen, wenn man das gerne möchte. Oder auf Sportwagen, oder was weiß ich. Sembo baut ja alles. Tolles Set. Absolut tolles Set. Spitzenmäßig. Der scheiß Brumm immer, das entschuldige ich jetzt. Das stelle ich nächstes Mal ab. Das habe ich gerade wieder gehört. Es nervt mich auch. Eigentlich habe ich es ausgestellt, aber irgendwie, wenn ich das Handy runterfahre und wieder hoch, dann ist es irgendwie wieder an. Also, sorry dafür. Wird behoben. Also, wenn ihr Bock auf sowas habt, kann ich nur sagen, kauft es euch wirklich. Selbst wenn, ich habe ja jetzt durch meinen kleinen Kanal, habe ich ja nur noch einige Leute kennengelernt, also super nette Leute. Da sind welche bei, die machen Landschaften daraus. Also so mit Hubschrauber, Panzer, zerstörten Häusern und sowas und dann auf so größere Flächen. Und da wird das super zu passen. Absolut klasse, muss ich echt sagen. Ich bin total begeistert. Er merkt es selber, ne? Ich bin total hin und weg von dem. Ist irgendwie cool. Ich mochte den von Anfang an leiden. Und ich kann dann immer nicht warten, ne? Ich sehe was und denke, oh, wie geil sieht das denn aus? Wie geil sieht das denn aus? Und dann muss ich das haben. Das nützt nichts. Auch wenn ich keinen Platz mehr habe, ist mir Schnurz, piep. Ich muss das haben. Ja, vielleicht ist es auch schon eine kleine Krankheit von mir. Aber so konnte ich euch das mal zeigen und ich denke mir, ihr werdet genauso viel Freude daran haben, das zu bauen, wenn ihr euch das kauft, wie ich es gehabt habe. Ich finde, das Modell ist einfach spitze, ist einfach grandios. So, jetzt warte ich noch auf Blue Bricks, meine Bestellung, und zwar der versprochene Golf 1 GTI. Ich hoffe, dass ich den jetzt tatsächlich morgen kriege. Der ist jetzt seit einer Woche unterwegs bei der Post, was jetzt ein bisschen schade ist. Hätte ich dann gerne heute schon mit angefangen oder hätte euch das vielleicht lieber noch präsentiert wie das hier. Obwohl im Nachhinein, muss ich sagen, hat das so viel Spaß gemacht, habe ich mich darüber gefreut, dass ich den als erstes zusammengebaut habe. Nichtsdestotrotz, am Wochenende habe ich leider keine Zeit, aber nächste Woche und dann bauen wir irgendwie den Golf zusammen. So, das war's. Liebe Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin Andreas, bis zum nächsten Mal. Moin Moin.